Neben mir stehen die Amigos und wir sind hier beim Smago Award 2015, ein Event, wo ihr nicht fehlen dürft, würde ich sagen, ja? Nochmal, ich habe es ja gar nicht gedacht. Natürlich dürfen wir nicht fehlen, da hast du schon recht, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir haben dieses Jahr wieder, oder im 2015, haben wir wieder mit unserer neuen CD in drei Ländern, waren wir auf Platz 1 und ich denke, das ist eigentlich genug, um mit dem Award ausgezeichnet zu werden. Ihr seid wirklich wahnsinnig erfolgreich. Also gibt es irgendwie da so ein Erfolgsgeheimnis oder woher kommt das? Ich denke, das Erfolgsgeheimnis werden wohl die Lieder sein. Und den Erfolg machen nicht wir, den Erfolg macht das Volk. Das Volk macht den Hit. Keiner schreibt einen Hit. Ein Hit macht nur das Volk. Und das versuchen wir jetzt jedes Jahr, dass wir uns so geben, dass wir uns so nicht verbiegen lassen, dass wir einfach unseren Stil beibehalten und unsere Lieder schreiben, so wie sie unseren Fans eben halt gefallen. Und das werden wir machen mit dem nächsten Album, das ist wieder in Planung. Da sind wir jetzt schon so weit, das soll im Juli eventuell auf den Markt kommen. Und da werden wir uns wieder stilgetreu verhalten bei dem Album. Wir werden nicht nur über die heile Welt singen, wir werden wieder sozialkritische Themen anfassen, weil das einfach, ich denke, unsere Fans erwarten das. Ja, ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Was würdet ihr eigentlich jungen Künstlern, die jetzt, sag ich mal, in diesen Künstlerberuf auch irgendwo ergreifen wollen? Ich sag mal, in Castingshows sieht man es. Was würdet ihr solchen jungen Menschen sagen? Ich meine, so ein Künstlerleben hat ja auch Schattenseiten, ne? Ja, weißt du, erstmal ist es so, dass die jungen Künstler ja fast überhaupt keine Chance mehr bekommen. Es werden ja alle Fernsehsendungen, die volkstümlich sind oder waren, die sind ja weggepustet worden, wie, ich weiß überhaupt nicht aus welchem Grund. Die Quoten haben gestimmt, die Einschaltquoten, aber der Jugendwahn herrscht wahrscheinlich bei allen Redakteuren hier in Deutschland. Für meine Begriffe sind die wahnsinnig, sowas zu machen. Und die jungen Leute, die damals junge Kinder, zum Beispiel bei Achims Hitparade, das war eine wunderschöne Sache jeden Monat. Und da waren immer Kinder dabei, die auch dann ausgezeichnet sind worden. Es war beim Stadl war es so, dass immer drei von drei Ländern jemand da war. Das waren auch ganz junge Leute. Es wird alles nicht mehr gemacht. Und wie willst du denen jetzt was empfehlen? Wo willst du die? Es gibt viele junge Künstler, die uns schon angerufen haben, also, könntest du nicht mal was für mich machen oder tun? Ja, was sollst du machen? Es gibt zwei, drei verschiedene Plattenfirmen momentan in Deutschland oder sogar nur zwei momentan. Und sag mal jetzt, ruf mal da an und sag dem Chef, ich habe jetzt hier einen 13-jährigen Junge, könntest du dem einen Schallplattenvertrag geben? Da hast du keine Chance. Die hast du einfach keine Chance und das ist schlimm. Das ist in meinen Augen ganz schlimm. Die Jugend muss gefördert werden und wir probieren es, sie zu fördern. Wir probieren es mit aller Macht, haben wir schon junge Leute mitgenommen und auch vorgestellt. Aber die Plattform fehlt ganz einfach. Die Plattform, wo sollen sie präsentieren? Und die Plattform wäre Punkt 1 Radio, Punkt 2 Nachwuchs im Fernsehen. DSDS, ja klar, das ist aber, kannst du mir einen sagen, der durchgepowert ist von DSDS? Ja, die ist eklig. Mit was? Schlager. Ja, siehst du. Das, guck mal da. Das ist aber komisch, ne? Ja. Ja, natürlich. Gäbe es dann ein, wenn Sie sich was wünschen könnten in Sachen Nachwuchsförderung, was sich ändern sollte in der Medienlandschaft, was wäre das? Es müsste eine gute Mischung gefunden werden. Es soll ja nicht nur Deutsch gespielt werden, es soll aber nicht 90% Englisch. Und man sollte halt für die Jugend was tun. Stell dir vor, ein junger Bursche, der steirische Harmonika lernt und übt sich die Finger blutig, der hat nirgendwo eine Chance, sich zu präsentieren. Also ich wünsche mir auch, dass es bald eine Sendung gibt. Ich hoffe ja, dass der Andy Beuk vielleicht was macht in nächster Nähe. Dass der vielleicht eine eigene Schlagersendung wieder macht, wenn er die Chance kriegt bei ZDF oder ARD. Und ich hoffe, dass dann was passiert. Und weil der Andy ist nämlich einer, der auch die Jugend fördert. Das hat er schon immer gemacht. Und das wäre natürlich toll, wenn es da eine Sendung geben würde. Aber ich bin da skeptisch, weil sie setzen ja alle Sendungen ab, die schon gut waren. Marianne und Michael zum Beispiel. Das war eine Top-Sendung, die haben 5-6 Millionen Einschaltquote gehabt. Es gibt keine Grand Prix mehr für die Volksmusik. Der Grand Prix ist abgesetzt worden. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie vorhaben. Sie sollen doch einfach, sollen sie nur noch Englisch oder Französisch oder was weiß ich, Hebräisch machen. Das ist mir scheißegal. Aber es ist eine Schande, dass solche Sendungen, und ich hoffe,
ich hoffe, dass es wieder mal eine Sendung gibt, die dann, die kommt bestimmt bei den Leuten an. Weil wir sind schon so alt, um so eine Sendung zu moderieren. Also in der Lage wären wir schon dazu, aber das muss ja nicht sein. Aber so ein Mann wie der Andi Beuk wäre natürlich der richtige Mann. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt und dass ihr noch so lange es geht, so gute Musik macht. Ja, danke, vielen Dank. Das werden wir tun, auf alle Fälle. Wir werden noch 2-3 Jahre machen und werden dann vielleicht nicht mehr so intensiv auf Tour gehen. Aber die Musik wird uns begleiten, bis der Deckel draufkommt. Mit Sicherheit. In dem Sinne, einen schönen Abend und Dankeschön fürs Interview. Jo, danke.